Und damit ein ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video. Und ich habe gestern tolle Dinge bekommen. Man sieht es ja schon im Video. Und zwar ist bei mir jetzt eine AEG Anax eingezogen. Die Anzeige stammt ursprünglich von der BVG. Anders als erwartet, nicht aus einem KT4D, sondern tatsächlich aus einem GT6N. Originalwagennummer klebt auch noch an der Seite dran. Also die Anzeige war wohl zuletzt im Triebwagen 1036 auf dem A-Kopf verbaut. Ist laut Typusschild auch eigentlich eine Seitenanzeige. Allerdings hat sich da einiges verändert, beziehungsweise hat man dort einfach die Zuordnung geändert, sodass die Anzeige jetzt praktisch als Frontanzeige fungiert. Das Ganze ist relativ einfach lösbar über eine 8 oder über eine Dip-Schalterleiste, die achtpolig auf der Rückseite der Steuerplatine angebracht ist und die das Ganze praktisch einmal ja. Oder die uns die Möglichkeit bietet, die Anzeige halt in mehreren Positionen zu verbauen. Ja, genau. Die Anzeige hat eine Auflösung von 115 x 16 Bildpixel. Reagiert auf den Datensatz FMAS1. Momentan noch. Leider Gottes spricht die Anzeige weder auf das MAS an, aber auch eher aufgrund der Tatsache, dass das MAS FMAS1 nicht unterstützt. Noch springt sie momentan auf IBIS Utility an. Da könnten mehrere Fehler dran, oder da gibt es mehrere Dinge, die dran liegen könnten, dass das so ist. Aber wie dem auch sei, ja. Sie kann aber wenigstens ein bisschen was. Sie kann zumindest einen Selbsttest ausführen. Den würde ich jetzt auch einmal durchführen lassen und würde euch dann auch gleich im Anschluss einige andere Dinge zeigen. Genau, wie gesagt, haben wir die Möglichkeit über die achtpolige Dip-Schalterleiste die Dip-Schalter umzulegen und somit auch die Zugehörigkeit der Anzeige zu ändern. Ebenso können wir über diese Dip-Schalterleiste auch einen Selbsttest erzwingen. Und zwar geht es über den Dip-Schalter Nummer 7. Der Dip-Schalter Nummer 7 ist für den Selbsttest zuständig, den ich jetzt einmal auslösen werde. Genau. Was sehen wir? Die Anzeige geht vom Prinzip her mehrfach in die Vollauslösung und löscht sich mehrfach wieder von selbst, zeigt uns dann die Softwareversion und dann ihre Adresse sowie ihre Zugehörigkeit, ihre Auflösung etc. pp. Wie gesagt, das Ganze können wir jetzt auch einmal ändern, indem wir einfach die Dip-Schalter umlegen. In dem Falle möchte ich hier jetzt einfach mal eben, weil es von der Position her besser passt, aus der Anzeige eine Seitenanzeige rechts machen. Dafür tausche ich einfach den Dip-Schalter 1 mit dem Dip-Schalter, abgerutscht, mit dem Dip-Schalter 2, löse einen neuen Selbsttest aus. Und schon ist sie auf Adresse 2 eine Seitenanzeige, immer noch mit 115 x 16 Bildpixel. Das Ganze kann man jetzt natürlich noch ganz lustig bunt weiterführen. Man kann noch eine Linienanzeige draus machen. Das Ganze können wir jetzt spontan einfach mal ausprobieren. Muss ich mal kurz gucken, wie da die Konfiguration war. Und zwar
ist das dann der, kriegen wir dann Dipschalter 2 auch aus und erzwingen nochmal einen Neustart. Genau, und dann liegt sie auf Adresse 3. Adresse 3 wäre jetzt praktisch eine Linienanzeige. Wie man gesehen hat, invertiert sie bzw. löst sie auch nur den Bereich für das Linienfeld aus, aufgrund der Tatsache, dass wir sie halt eben anders ansprechen. Lege ich jetzt wieder einen der Dipschalter ein, wie zum Beispiel den zweiten, dann sollten wir jetzt eigentlich wieder eine. Frontanzeige bekommen. Genau, und da ist sie auch wieder. Ja, die Anzeige soweit an sich funktioniert. Ich mache das gute Ding mal aus, sonst läuft in der ganzen Zeit der Lüfter im Hintergrund. Genau, an sich funktioniert die Anzeige so für ihre, zumindest im Selbsttest. Wie sich das Ganze dann später weiter verhält, ist bisher noch fraglich. Ich gucke, dass ich da jetzt eventuell neue Programm-E-Prompts bekomme, dass ich sie auf einen anderen Datensatz bekomme, dass ich sie dann eventuell mit den jeweiligen Programm-E-Prompts dann auf DS21 ist das, glaube ich, DS21 neu bekomme. Entsprechender Beitrag im Ibis-Forum ist schon drin. Gucken, was da rauskommt. Genau. Ja, was gibt es noch zu sagen? Momentan so an sich diesbezüglich erstmal nicht viel. Sie ist halt erstmal da und bis auf Selbsttest und ein bisschen Leuchti kann sie halt momentan erstmal noch nichts. Ja, wenn es da von der Fraktion Neues gibt, dann melde ich mich wieder, dann kommen da wieder. Dann kommt da nochmal ein ausführlicheres Vorstellungsvideo bezüglich der Anzeige. Wir gehen die Sonderzeichen durch. Wir fangen an, mal so ein bisschen Spaß zu schildern, etc. pp. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wollte euch vom Prinzip her nur die Anzeige einmal kurz vorstellen, dass ihr sie schon mal gesehen habt, dass sie auch funktioniert. Zumindest in ihrer Selbsttestversion und ja, hoffe, ihr schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, lasst krachen und tschüss.